So, ich glaube, jetzt wird es ein bisschen interessanter. Wir haben jetzt unterschiedliche Kräfte. Zum Beispiel haben wir hier das Profil für die grünen Teilchen oder hier für die roten Teilchen, reine Anziehung. Hier so beige Teilchen, das ist Abstoßung bis 20 Pixel und dann leichte Anziehung und so weiter. So, und ich kann mir jetzt eine Sorte Kraft aussuchen. Zum Beispiel nehme ich jetzt mal diese Farbe. Ich weiß nicht, vielleicht ist das Türkis. Und was auch neu ist, ich habe jetzt einen Emitter. Jetzt kann ich sagen, hier, emittiere mir mal ein paar Teilchen. Oh. Ach so, was auch neu ist, hier rechts zu dem Emitter, es gibt jetzt zusätzlich hier so ein Histogramm. Da kann ich immer sehen, wie viele Teilchen gerade bei welcher Länge sind. Das muss ich noch ein bisschen kalibrieren hier. Das ist gleich so weit, das kalibriert sich. Und dann sieht man das. So. Die blauen Teilchen. Bis jetzt alles noch nicht so interessant. Ja, jetzt hat sich das Histogramm kalibriert. So, da sieht man es. Wunderbar. Interessant ist jetzt, diese türkisen Teilchen haben dieses Kraftprofil in der Wirkung auf alle anderen Teilchen. Also sie wirken auf andere Teilchen. So, und da jetzt die alle gleich sind, wirkt auch jedes andere auf dieses wieder zurück und dadurch sehen die alle die gleichen Kräfte und dann stellt sich sehr schnell so eine Art Zustand ein, so wie jetzt, so ein fester Zustand. So, jetzt kann ich aber neuerdings unterschiedliche Teilchen hinzufügen. Zum Beispiel nehme ich jetzt mal diese blauen dazu. Die haben andere Kräfte, die verhalten sich eben anders, ne? So. Der Witz ist jetzt, wenn die sich begegnen, dann kommt es zu asymmetrischen, ja, Kräftewirkungen, weil sozusagen, vergleichen wir das mal, also hier die Grünen, die machen eine Abstoßung bis 40 Pixel und die Blauen, die machen eine Abstoßung nur bis 20 Pixel. Und dann kann es dazu kommen, dass das eine Teilchen das andere Teilchen wegschiebt, aber von dem wieder angezogen wird. Hier sieht man das so ein bisschen. Das sind so Verletzungen der Impulserhaltung und Verletzungen der Energieerhaltung, könnte man sagen. Und das führt dann zu einem ganz interessanten Verhalten, so wie bei Systemen, die Energie verbrauchen, energetisch offene Systeme. Beobachten wir das mal ein bisschen.